Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Purpur, dem Indigo-blauen Scheiben-DLC. Ja, beim letzten Mal haben wir Matt von den Top 4 ausgeschaltet, heute ist wieder ein Top 4-Mitglied dran. Diesmal die wir schon kennen. Das Mädchen mit den rosa Haaren. Tara hieß die, meine ich. Und wir stellen uns auf Feen-Pokémon ein. Lucario steht schon am vordersten Front. Bevor wir uns Top 4 antun, wie immer, erstmal Pokédex-Einträge über mir, Zeitstempel, wenn ihr die überspringen wollt. Und ich würde sagen, wir legen erstmal mit den Pokédex-Einträgen los. So, als erstes Mimion, das Wasserechsen-Pokémon. Es ist extrem vorsichtig. Wenn sich ein Kampf nicht vermeiden lässt, greift es erst an, nachdem es sich getarnt hat. Die Entwicklung Phlegleon, das Wasserechsen-Pokémon. Es ist hochintelligent, aber zugleich lustlos und faul. Da verteidigt es sein Revier, indem es Fallen aufstellt. Und die Finalentwicklung Inteleon, das Geheimagenten-Pokémon. Es präsentiert sich gern gesittet, aber im Herzen ist und bleibt es ein Faulpelz. Lässt sein Trainer es aus den Augen, gönnt es sich eine Auszeit. Ja, jeder gute Geheimagent. Und als nächstes Bautz, das Laubfliege-Pokémon. An engen, dunklen Orten fühlt es sich wohl. Manchmal schlüpft es in die Jacke oder den Beutel des Trainers und nutzt diese als Nest. Dann direkt die Entwicklung Arboretos, das Flügelklingen-Pokémon. Es wirft Flügelklingen, genannte messerscharfe Federn nach Feind und Beute. Dabei erreicht es eine nahezu hundertprozentige Trefferquote. Und als Finalentwicklung Zelvaho, das Pfeilflügel-Pokémon. Es legt seine Federpfeile an, um sie auf Gegner zu schießen. Muss einen Schuss setzen, zieht es zur Fokussierung an den Rand an seinem Hals. So, dann als nächstes Finks, das Fuchs-Pokémon. Zweige sind ein Snick für Finks. Wenn es auf ihn herumkaut, fasst es den Mut, sich starken Gegnern entgegenzustellen. Und als nächstes Rotena, das Fuchs-Pokémon. Es entzündet seinen Zweig beim Herausziehen aus dem Schweif und nutzt diese Flamme, um mächtige Attacken zu befeuern. Und die Finalentwicklung von dem Pokémon. Phoenixis, das Fuchs-Pokémon. Es kontrolliert Flammen mit Hilfe von Telekinese und hüllt Gegner in 3000 Grad Celsius heiße Wirbel aus Feuer, die sie zur Asche verbrennen. Ja, wenn du dich dabei nicht selber verbrennst, ne? So, als nächstes liest dann Noah wieder mal Einträge vor. Viel Spaß, Noah! Oh, was für ein süßes Pokémon. Das ist Plusle, das Jubel-Pokémon. Es saugt Elektrizität aus Strommasten. Erzeugt es mit dem im Körper gespeicherten Strom einen Kurzschluss, erklingt ein Geräusch. Und hier das Gegenstück zu Plusle, Minun, das Jubel-Pokémon. Da es Wasser verabscheut, versteckt es sich bei Regen unter Dachvorsprüngen. Es setzt Pompons aus Funken zum Anfeuern ein. Jetzt auch noch ein süßer Fuchs, yay. Das ist Vulpix, das Fuchs-Pokémon in seiner Alola-Form. Bei heißem Wetter erzeugt es mit seinen 6 Schweifen Kiesel aus Eis. Diese verteilt es in der Nähe, um seinen Körper abzukühlen. Und hier Vulpix Entwicklung, Vulnuna, das Fuchs-Pokémon. Es greift seine Feinde mittels Eiskristallen an, die es mit seinem Fell erzeugt. Wer es wütend macht, wird in Sekundenschnelle tiefgefroren. So Drim, mach ab hier mal weiter. Dann bin ich jetzt wohl dran. Das ist Watz auf das Kleben-Pokémon. Da es selbst keinen Strom erzeugen kann, heftet es sich an größere Pokémon, um ihn statische Elektrizität abzusaugen. So, als nächstes Ski, das Minikröten-Pokémon. Sein Panzer ist bei Geburt weich. Er wird jedoch sofort so elastisch, dass kleinere Stöße von ihm abprallen. Da kommt die Schicki-Gang, Leute. Als nächstes Shillock, das Kröten-Pokémon. Dieses Pokémon lauert oft im Wasser auf Beute. Beim schnellen Schwimmen hält es mit seinen Ohren das Gleichgewicht. So, und als nächstes Turtok, das Panzertier-Pokémon. Dieses mächtige Pokémon hat Wasserdüsen in seinem Panzer und nutzt sie, um sich mit der Wucht einer Rakete auf seine Gegner zu stürzen. Na dann, anscheinend macht das Mitglied der Top 4 wieder mal fertig. So Leute, das waren die Einträge. Ich sitze mal wieder außerhalb des Bildes, weil jetzt erstmal die Challenge kommt. Da bin ich. Aber eigentlich habe ich dich doch schon mal besiegt.
Okay. Aber mein Hirn ist leer. Bitte keine Ruf-Challenge. War das nicht in den Backen? Ich glaube, Pikachu würde es nicht mögen. Ey, das waren die Fühler. Ich darf mehrmals antworten. Dann ist das ja easy. Okay, wenn ich einmal falsch liegen darf, dann ist das wirklich easy. Ja, das, was den Stempel hat, aber es ist mies. Ich würde sagen, das hier hatte gerade einen Stempel. Könnt ihr mir alle mal die Unterseite zeigen? Das ist übrigens auch der einzige Unterschied beim Eintrag. Weil es gibt ja zwei Formen. Dann einmal die gefälscht und einmal die mit dem Stempel. Der, wo der Eintrag sich null unterscheidet. Oh nein. Müsste das hier sein. Ich habe mir schon gedacht, dass ich das Rote wiederfinden muss. Woher soll ich das denn wissen? Ich würde jetzt als allererstes Bauch sagen. Deine Challenge war so geschenkt. Klar.
Irgendwie ist das schon klischeehaft mädchenhaft. Also, das ist zu mädchenhaft. Der eine oder andere versteht, was ich meine. Ich meine es jetzt nur negativ gegenüber Frauen, bevor irgendwer es falsch versteht. Ich weiß, dass es nämlich immer eine Gruppe gibt, die es falsch versteht. Dann legen wir mal los. Jetzt bräuchte ich gerade meinen Skelekrog. So, Sternhieb sollte hier sehr effektiv sein. Ich heb mir mal Terra noch auf. Mach einfach Slam auf Elfern. Okay. Daneben. Aua. Ich tausche Ogerpon mal gegen Skelekrog. Okay, du willst dein Team nur boosten. Der andere ist aber schon weg. Primarine. Ja, gut, dass ich gerade zu einem Feuer-Pokémon gewechselt habe, ne? Ich war mal in Loderlied, um 11 Hunden loszuwerden. Aua. Da liegt. So, immer mal Turbo-Tempo, dann ist Elfhund schon mal weg. Und mit Donnerzahn kann ich ja Primarine angreifen. Oder auch nicht. Ich habe schon erwartet, dass da mehr Schaden bei rauskommt. So, ich habe jetzt erstmal beide Pokémons wiederbelebt. Ja, danke dafür. Maskagato darf ich offenbar auch direkt wiederbeleben. Ich hole einfach Lucario, um Elfhund jetzt endgültig loszuwerden. Erstmal. Maskagato habe ich jetzt mal wiederbelebt wieder. So. Ja, das war irgendwo klar. Ein Lamus.
einer anderen Region. War es denn kein Wasser-Pokémon? Nein, ist es nicht. Du gehst mir langsam auf den Nerv mit der Mundgewalt. Mach ich einen Blumentrick gegen Primarine? Aua. Weg mit dir. Oh, Pokusan. Von dem Vieh gibt es 100 verschiedene Formen, ne? So, ich mach mal Nachthieb und mach Lamus weg. Okay, Lamus hält was aus. Ah ne, die Beere hat's gerettet. Nee, doch, es hält was aus. Lockstimme? Ach, jetzt hör mir auf. Los geht's, Sternenhieb. Überleben die immer so knapp? Könnt ihr nicht mal instant umfallen? Dieses knappe Überleben ist echt fies. Ach guck mal, da hat auch jemand Überreste. Ganz ehrlich, ich mach jetzt Nahkampf bei dir. Das Lamus geht mir auf die Nerven. Ich habe das Lamus in dieser Form halt noch nicht. Ich weiß nicht, welche Attacken effektiv sind. Ich weiß doch nicht von 800 Pokémon alle Typen auswendig. Vor allen Dingen, wenn die auch noch 100 verschiedene Formen noch dazu rechnen. Der Stahlobor zurückkommt, war klar. Stahlobor, das war auch mega stark. Da mache ich, glaube ich, Instant Aqua-Durchstoß drauf. So, jetzt kommt die Terra-Kristallisierung. So, Aqua-Durchstoß. Weg mit dir. Jetzt fehlt nur noch Lamus. Das, was mir schon die ganze Zeit auf den Keks geht. Nachthieb! Fall endlich um, du Nervtöter! Ja, ich hab's gesehen. Ich mach ihr mal ein Kompliment.
Das ist ein schönes Foto. Fies. Jetzt fehlst nur noch du. Ich wollte dich extra als letztes. Aber jetzt nicht irgendwie so aus dem negativen Hintergrund. Na gut, jetzt fehlt nur noch Levi. Den werden wir uns aber beim nächsten Mal antun. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!